Hi Leute, willkommen zurück zur dritten Folge. Ich habe ein bisschen am Fahrzeug rumgespielt. Okay, ich habe mich auch ein bisschen inspirieren lassen, aber gucken wir uns jetzt mal an. So, da ist er. In dunkelgrün und schwarz. Und dunkelgrün und schwarz. Und türkise Felgen. Also ich habe hier einen Flip-Flop-Lack genommen, der sich immer so ein bisschen ändert. Sieht man, glaube ich, so ganz, ganz klein bisschen. Und ich werde jetzt versuchen, mal gucken, ob ich mich dran halten kann, die Folgennummer immer auf die Seite rauf zu tun vom Auto. Das wirst du sowieso vergessen. Ja, es kann passieren. Tatsache. So, aber weiter im Text. Wir wollen ja hier auch nicht lange rumschwafeln. Events. Wir brauchen noch drei erste Plätze, würde ich sagen. Ne? Hau mal rein. Ja, das Du ist bist wieder nur zu durchaus einem Event machbar. der Chicago Duel. Okay, jetzt kommt bestimmt wieder irgend so ein Gelaber Wenn von du sie jemandem. beweisen kannst. Yep. Duelle sind direkte, kompromisslose Zweikämpfe. Es gibt keine Strafen für Kollisionen. Denk daran, Bla. alles erlaubt. Bla bla. Ihnen aber eben auch. Alles ist erlaubt. Ja, das dachte ich mir fast. Gut, ja dann Party. Auf nach Chicago. Sieht in Rot total hässlich aus, wenn man sich jetzt anguckt, was da so draus geworden ist. Ich meine, ich bin ja eher so ein Fan von den stupiden Einheitsfarben Weiß, Schwarz und Silber. Aber bei Rennwagen, da würde ich auch ein Giftgrün lackieren. Das ist Ernsthaft? total geil, auf jeden Fall. Dass du kein Fan von Rot bist. Warum? Gute Autos haben die meisten Unfälle. Denk Ich hab's, dran, sag's du musst in die nochmal. Top 3 Weiße fahren, Autos haben damit ich die heutzutage Blazers nochmal alle. einladen. Ja, ich würde ja auch kein normales Weiß nehmen und auch kein normales Mattweiß oder so. Ich würde dann schon Natürlich. was Spezielles nehmen. Was ist denn das für eine Besonders in hässliche Sektor Karre? Wo 1 hast du musst denn du die deutlich zulegen. ausgeliehen? Oh, du bist doch jetzt schon langsamer als ich. Ach, den hätte ich noch weggerammt. Achso, weil alles erlaubt ist, meinst du? Nö. Ich meine, dein eigenes Auto Ich will jetzt. sieht auch im Moment zu gut dafür Ja, aus. ich will jetzt auch nicht zwingend so viele Unfälle bauen, weil der Lack ist ja Das ist recht doch teuer. unfair. Es gibt ja nur zwei Leute. Das ist ja richtig schwer, da nicht den ersten Platz zu machen. Es ist generell richtig schwer, nicht den ersten Platz zu machen, wenn man nicht auf schwierig stellt. Aber ich habe nicht vor, auf schwierig zu stellen. Das wär mir zu schwer. Außerdem würde dann ja keiner sehen, wie du mal fährst. Da freust du dich schon drauf, gibst du. Auf jeden Fall. Boah, kein Kratzer ins Auto nicht. kommt. Nein, 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 wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Das war aber knapp, Ja, ja. das war nicht so witzig. Der fällt mir voll hinein noch. Ich glaube, ich habe gerade Ja, Patrick in seinem das sind Penthouse übrigens jetzt jubeln hören. viele Rennen, ne? Ein Genau. Spitzenergebnis. Das heißt, wir werden jetzt innerhalb dieser Serie die drei ersten Plätze hinkriegen. Als ob ich das gewusst hätte. Du Arsch. Und die sind alle sehr kurz. Ich merk's. Ja, doch, wirklich? Jetzt kann ich nicht mehr sagen, bei 10 ersten Siegen, oder? Nee, nee, nee. Aber keine Angst, ich werde diese Folge nicht wechseln. Vielleicht in der nächsten, dann hast du die Chance, mal ein bisschen dich zu beweisen. Ach, ich überleg's mir. Vielleicht habe ich ganz plötzlich Migräne. Aber wie immer. Ja, Gurken mit tut mir zwei leid. Scheitelpunkten sind in Immer. Chicago an der Tagesordnung. Wenn du die gut erwischst, Ja, ist ja. das die halbe So, Miete. Semi-Finals hier. Boah, der geht jetzt aber gut ab. Ah, sieh mal, Okay, die der Strecke rechts fährt, ist kennst du noch ja schon. schneller. Ah, Ich will gut. heute eine neue Bestzeit sehen. Ich könnte eigentlich auch ein bisschen risikoreicher fahren, ne? Das sage ich doch die ganze Zeit. Aber ich will keinen Kratzer im Lack. Perleffekt-Lack ist so teuer. Das muss ja echt nicht sein. Die sind nur die Bremsspuren vom letzten Mal. Bremsspuren. Und sagt die ganze Zeit, wie toll ich bin. Nee, der redet gerade gar nicht. Ich glaube, das hat ihm die Stimme verschlagen. Ja, ich würde mir aber auch, Sprachlos. wenn ich sehen würde, mit wie viel Skill hier auf einmal einer anfängt, der ja gerade erst angefangen Du hat. fährst Boah. aber auch gar nicht gut, Boah! ne? Oh, siehst du da? Dass der mir. Der hat mir voll die Beule ins Auto gefahren! Klag ihn an. Ganz ehrlich, das war nicht okay. Ja, vor allem ist er mir hinten reingefahren. Er ist Ich will sowieso zwar nicht, schuld. dass du abhebst, Ja. aber das war Boah, unglaublich. unglaublich. So, gegen wen fahren wir jetzt? Gegen den Nissan Silvia. Okay, Silvia ist in Ordnung. So, ich denke mal nicht, dass er die Straßenausführung hat, aber hey. So, ein Stückchen nehmen.
Ich habe immer noch keinen Kaffee. Aber die Folge ist ja auch direkt nach der letzten aufgenommen worden. Von daher ist es mittlerweile 1 Uhr. Es ist viel zu spät. Ich muss schon lange im Bett sein. Ich bringe dich gleich ins Bett. Wenn das meine Mami wüsste. Ja. Um die Uhrzeit sollte man nicht mehr wach sein. Ja, definitiv nicht. Geht ja gar aber nicht. Aber morgen ist Sonntag. Ah, okay. Gut. Heute ist Sonntag. Lenk dieses Auto heute ist Sonntag. Dann bricht das Heck aus. Fahr so, einfach so, wie das Auto es will. Dann landest du ganz rein. Vorne. Diesmal. Wow, das war jetzt aber ein bisschen laggy gerade. Ich glaube, der Rechner mag die warmen Temperaturen auch nicht wirklich. Hätte das bei dem Wind nicht gerade bleiben können? Das wäre echt gut. Auf jeden Fall. Also hier sind immer noch gefühlte 30 Grad. Ja. Das ist bestimmt bei dir in der Wohnung noch viel angenehmer. Ja, wir lüften da gleich. Ja. Definitiv. So. Ein Ventilator auf höchste Power und dann klappt das. Ach, ein Ventilator. So ein Luxusgüter kann ich mir gar nicht leisten. Ohne Ventilator, was würde ich machen? Oh, der war jetzt aber langsam diesmal. Ja. Dafür, dass es der beste war. So, damit haben wir übrigens unsere drei ersten Plätze. Wie sieht's denn mit Whitey jetzt aus? Ja, das sehen wir gleich. Besser als Whitey, oder? Erster Platz, super. So. Das wird für Aufmerksamkeit bei den Pacers sorgen. So, und? Viel besser. War ja insgesamt nicht so gut. Viel besser. Viel besser. Der Fox spielt auch mit. Ja, super. Ja, das ist schon. Ein Fuchs ist das, ja? Hey! Überhaupt keine Schleichwerbung für alle möglichen Messenger, die es so gibt. Gar nicht, ne? Nein. Wieder null erfüllte Ziele. Ja, ich werde auch nie ein Ziel erfüllen, aber ich krieg vielleicht ein paar Fans. Was sind denn die Ziele? Ach, Ziele gibt es spezielle, wenn man zum Beispiel Autos erfahren möchte, gibt es besondere Zeiten, die man dafür erreichen muss und so. Das kommt jetzt gleich noch alles. Ich habe es noch nie gespielt, aber ich gehe davon aus, dass es so sein wird. Okay, Nitro. Wir haben so, inzwischen eine okay, große das war jetzt ist der erste Duel-Teil. Die Fahrer von New Union und die Pacers sind mit dem Boot. Denk deshalb daran, sobald die WSR beginnt, gelten die aktuellen Einladungen nicht mehr. Okay. So, aber wir könnten jetzt mal ein bisschen zur Abwechslung vielleicht eine Fahrzeug-Challenge machen. Wir machen eine Fahrzeug-Challenge. Und zwar können wir erwerben ein Auto. Gemacht, der dir ein neues Auto leihen möchte. Ein Auto. Nissan Silvia. Bei Fahrzeug-Challenges kannst du zusätzliche Autos für deine Garage gewinnen, die du dann bei anderen Events nutzen kannst. Du musst nur die vorgegebene Zeit. Der Typ ist eine echte Laberbacke. Wie du jetzt hier siehst, Ziele. Unterbiete eine Minute 7. Das heißt, wir werden jetzt gleich ein Ziel erfüllen. Mit, wir dürfen den Silver fahren. Ist der auch in der tollen Farbe wieder? Siehst du gleich. Oh, yeah. Ja. Finde ich ja gar nicht mal so hässlich, muss ich sagen. Mal kurz gucken, wie der aussieht. Zitronengelb, ja. Oh, ja. Das ist schon nett. Der hat auch irgendeinen Effektlack drauf, auf jeden Fall. Das ist da so ein Rotton mit drin, oder? Das hat, könnte Perleffektlack sein. Gut. Ist schön. Mal gucken, ob wir es mit dem schaffen. So, na dann, auf geht's. Challenge. Längster Drift. 125 Meter. Mann. Ist schon hart. So ein Drift. Ja, glaube ich dir. Nicht wirklich. Ne. Achte auf Abzweigungen, damit du nicht in der Leitplanke endest. So, na dann, Party. Guck mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Ne? Der sieht aber irgendwie auch ganz cool aus, der Wagen. Entscheidungsschwierigkeiten oder was? Ne, ich wollte schon links lang, nur der, driftet noch ein bisschen härter als der andere. Es ist gar nicht schwer zu fahren, das Auto. Aber ich mag ja Driftfahren sowieso mehr als diese Muscle-Car-Dinger mit 6000 PS, die eigentlich nichts bringen.
Na komm. Komm. So ein 7 unterbieten, ne? Das sieht tatsächlich schwer aus. Da, Ziel erfüllt. Und in der letzten Kurve muss ich natürlich. Ne, jetzt muss ich nochmal fahren. Ich habe mir das Auto kaputt gemacht in der letzten Kurve. Sehr gut. Ich kann's so, weiter. Wir haben ein Auto geschenkt bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ganz ehrlich, ich habe den falschen Beruf. Rennfahrer, ne? Rennfahrer wäre das Richtige für dich. Was ich an Autos geschenkt bekommen wurde. Ja. Ja, aber auf der Straße fährst du leider nicht so wie da. Bist du dir sicher? Du bist doch nie wirklich mitgefahren, wenn ich wirklich gefahren bin. Was heißt denn, wenn du wirklich gefahren bist? Wenn ich auch ein Auto unterm Hintern habe und nicht so. Also bist du noch kein Auto gefahren? Nee. So, gibt's noch ein Promo? Nee, keine Sponsoren. Okay, dann würde ich sagen, weiter mit dem Duell hier, einmal in Miami. Das passt auch ganz gut noch rein. Ja, jetzt ist die Frage, ach komm, wir haben jetzt den hier so schön aufbereitet. Würde ich sagen, nehmen wir doch den. Damit du wieder den Lack kaputt fährst, natürlich. Ich habe im letzten Duell nicht einen Kratzer. Doch, einmal ist mir jemand hinten reingefahren. Der ist hinten reingefahren. Ja, da kann ich ja nichts für. Ja, komm so mal nach Hause, ne? Mit so einer Ausrede. Ist ja nicht meine Schuld gewesen. Ich würde dann gar nicht nach Hause kommen. Und dann? Keine Ahnung, nie wieder, ich würde mich verstecken, ich würde rausfahren, keine Ahnung. Die Straßen von Miami sind unregelmäßig gefüllt. Wäre vielleicht besser für dich. Lass dir das Auto nicht aus der Balance bringen. So, wir starten ja recht weit vorne. Die Transamerica Pacers sind Spezialisten. Warum ist denn der so schnell? 1 gegen 1. Ich muss dich warnen, Kontakt ist erlaubt. Ich würde es zwar nicht empfehlen, aber sei darauf gefasst. Ey, weh. Fährt auf der anderen Seite kurz, ja? Ist schon ein bisschen doof von ihm, auf der anderen Seite zu fahren. Ich kann die Kurve viel besser nehmen. Wow, was ist denn das für eine Kurve gewesen? Ich glaube, ich habe einen Kratzer an Lack gemacht. Einen ganz kleinen, den kriegt man wieder raus. Ja, das kann man ausbeulen alles, kein Ding. Na, dann ist ja gut. Kann ich ja noch mehr ran. Ja, natürlich. Eine neue Tür kann man nachher auch kaufen, falls die mal ab ist. Ja, das sah schon nicht so glücklich aus, aber wenigstens gewonnen. So, dann ab ins nächste Rennen. Du bist dir darüber im Klaren, dass ich jetzt, also das andere Rennen zähle ich da mal nicht, aber die drei sind jetzt schon weit, das ist schon das vierte jetzt, ja? Du wirst also definitiv demnächst mal eine Runde fahren müssen. Auf der Teststrecke. Okay. Ich habe ja Angst um meine Siege, aber auf der Teststrecke würde ich dich fahren lassen. Ja, klar. Aber nicht mit meinem Auto. Wie bitte? Nee. Letztes Mal hast du ja, klar. Setz dich direkt vor mich und dränge mich ab. Ne? Das ist wieder typisch hier. Der Opa stand da an der blöden Laterne ganz schön doof. Hm. Der hat eigentlich nur darauf gewartet, erwischt zu werden. Hm. Nimm mich mit! Wow. Ja, diesmal wollte ich nicht ganz so hart an den Kugel kommen. Na komm! Diese komische Untergrund-Dings da, wo man da rüber holpert, das ist echt nicht gut. Nein. Oh, nein. Boah. Knapp. Gibt's nicht. Aber es sieht auch so aus, die ganze Zeit, als wenn man da auf Glühen fährt. Echt? Ja. Ist so. Club-Events. So.
Und Final. Achte auf Abzweigungen, damit du nicht Miami in der Leitplanke Ocean endest. Drive. Ich muss ehrlich sagen, also bis jetzt ist die Herausforderung bei dem Spiel noch nicht so ganz da. Vielleicht kommt die ja noch und wartet noch irgendwo an der Ecke oder so, aber bis jetzt. Ne. Also dafür, dass ich eine Tastatur fahre. Wird es normal. Au! Sag mal. Hoho, dem hast du es gegeben. Das war gut. War nicht beabsichtigt. Er hat versucht, mich abzudrängeln. Und du hast ihm gezeigt, wo der Haken hängt. Aber jetzt ist ja, ich sag gerade, die Herausforderung ist nicht gegeben und jetzt. Ja. Wieder keine Herausforderung. Was passiert denn sowas? Weil hier diese komische Kante, wo man darüber holpert, die bringt einen ganz schön aus dem Gleichgewicht. Da habe ich hier vorne schon wieder Stoßstange kaputt gemacht. Ja, ich hoffe ja mal, dass es nachher noch ein bisschen komplizierter wird. Später. Vielleicht hätte ich es ja wirklich erst viel später. Super. Das wird für Aufmerksamkeit. Man weiß es nicht. Man munkelt. So, Whitey, wo bist du? War nicht so gut. Nee. Ich werde zum Ende hin immer besser. Zum Ende hin, wenn es schwieriger wird. Genau, da werde ich immer besser. Weil vorher lohnt es sich ja nicht. Nee, da hat man noch keine Herausforderungen. Er ist noch im Halbschlaf. Genau. Um 1.12 Uhr. Hab ich gerade echt gegen das Mikro geboxt? Geht gar nicht. Passiert mal. So, genau. Ich schlag dich immer, wenn er redet. Redet er gerade? Nein, gar nicht. Jetzt nicht mehr. Du hast einfach nur Spaß daran, mich zu schlagen? Ein bisschen. So, aber für die Runde denke ich mal, kommt gleich die dritte Schriftmauer rein. Ist doch egal. Überziehe mal die Zeit ein bisschen. Ich überziehe immer die Zeit. Vielleicht sollte ich einfach generell ein bisschen kürzer halten oder so, wäre vielleicht besser. Hören wir jetzt auf? Jetzt? 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 Sofort? Jetzt? Weißt du schon nicht. Komm. Nee, das kannst du nicht machen. Kannst du nicht bringen. Nee, auf keinen Fall. Aber warum? Eine Runde geht noch. Ja, das ist aber nicht, ist ja schon wieder Duell, das sind ja wieder drei Runden. Oh mein Gott. Und das hat 4,6 Kilometer. Willst du denn nie ins Bett gehen? Nein. Komm, streng dich an. War das gerade eine Herausforderung? Ich möchte nicht wissen, was. Die Transamerica Pacers sind Spezialisten im 1 gegen 1. Ich muss dich warnen, Kontakt ist erlaubt. Ich würde es zwar nicht empfehlen, aber sei darauf gefasst. Ja, das ist ja wieder so eine Strecke, wo man Vollgas fahren muss, dauerhaft. Und dann irgendwann eine Kurve kommt. Die einen so völlig raushaut. Oder du fährst einfach mal ein bisschen langsamer, genießt die Aussicht. Ja, da werden sich die Leute, die zugucken, bestimmt drüber freuen. Ist doch wunderbar hier. Wundervoller Nadelwald. Spannend. Ja. Wow. Ja. Oh. Nee. Ach komm, den hättest du doch wieder eingeholt. Nee. Wegen so blöden Ausrutscher in den Wald bestimmt nicht. Ja, konzentrier dich doch endlich mal. Ja, ist unglaublich, ey. Die Strecke ist so lang, ich habe schon hier mit dem Ziel gerechnet. Ich habe schon geistig abgeschaltet gehabt zu dem Zeitpunkt. Hier könnte eine Bergziege vorbeikommen. Ja, könnte wohl ein Fels runterrollen oder so. Mhm. Der Sonne im Blick ist natürlich auch immer eine fiese Sache. Mhm. Ich eigentlich Startsekunden dafür kriege, wenn ich hier Backspace-Dings mache? Nee. Nicht? Bist du sicher? Nö. 1,32,6. Für dieses Rennen gebe ich dir die Bestnote. Na toll.
Man schafft eine ganze Menge Rennen, muss ich ja mal sagen. In sehr kurzer Zeit. Ja, doch. Doch. Ja, ja. Hm. Das waren jetzt dann in der einen Folge 9 Siege, wenn ich die alle habe. Das heißt, du musst schon zweimal fahren. Gucken wir mal. Ja, komm. Wollen die Leute das überhaupt sehen? Der Kurs ist sehr willig. Es stand schon unter den ersten Kommentaren. Sich also ständig etwas. Eieiei. Kuss! Du hattest hier schon mehrmals die Gelegenheit, die Strecke kennenzulernen. Drück heute jetzt mal richtig vor der ersten auf die Tube. Und da war noch rot zum Wald. Echt, also interessante Fahrweise. Würde das mal interessieren mit so einem Auto, was wirklich ein bisschen mehr Speed drauf hat. Ich meine, das Ding hier hört ja bei 180 irgendwie spontan auf, Gas zu geben. Das ist echt, obwohl, jetzt können wir bergab ein bisschen mehr schaffen, ne? Ja, 200. Toll, 220, yeah. Ja, aber jetzt war es das auch komisch, jetzt geht es gleich wieder bergab. Ja, 220 war doch okay. Ja, 220, was ist denn das hier auf so einer kleinen Mecklenburg-Straße, auf der man eigentlich nur 80 fahren kann? Die Landstraße ist es doch echt in Ordnung. Ich sehe aber auch nirgendwo Straßenschilder, wie schnell ich eigentlich fahren darf. Ich sehe nur, dass ich mit dem LKW aufpassen muss, nicht gegen die Berge zu fahren. Stand da gerade dran. Richtig. Schon mal jemand in einem Rennspiel? Ja. Ich glaube, du kannst weiterfahren. Mhm. Ja, ja, fahr einfach weiter. Sah aber schon recht gut aus. Ich habe mich zu sehr aufs Schild konzentriert, würde ich sagen. Da, das Schild, mit dem gegen die Berge fahren und so. Mhm. Mhm. Nicht Vorsicht Felsen, was war da? Nee, Vorsicht nicht gegen die Berge fahren. 55 ist das Speed Limit, okay. Allerdings 55 Meilen pro Stunde anscheinend, was ja schon echt schnell wäre. Also ich finde, für die Strecke sind das wäre schon echt übel. 1,7, magst du mal kurz ausrechnen? Im Kopf 90 km/h. Das ist schon echt viel. Für dieses Rennen gebe ich dir die Bestnote. Das ist immer noch Maximalgeschwindigkeit, das heißt nicht, dass du es in jeder Kurve halten musst. So, wenn es da du? Dran steht, oh ja. Oh mein Gott, ich lasse niemals meine Kinder bei dir im Auto. Aha. Wie fährst du denn? Gemütlich. Sehen die Leute ja bald. Ich hab gesagt, wie viele Kinder du hast, nicht wie viele hast du denn? Wie viele hast du denn, hab ich gesagt. Ah, oh, puh, das wechselt mal so. Was ich gerade Lust hab. Hast du mir was verschwiegen, ja? Sonst riskierst du einen Überschlag. Ne, für mich ist das Schild immer Minimumgeschwindigkeit am Straßenrand. Alles klar. Nee, auf keinen Fall. Also ich fahre schon sehr vorsichtig. Ich fahre teilweise auch ein bisschen zu vorsichtig. Du hattest ja noch kein richtiges Auto, um mir das zu beweisen. Dass ich zu vorsichtig fahre. Oder dass ich auch schneller fahren kann. Boah, ja, beides. Also zu vorsichtig habe ich dir doch schon bop, Junge, schon bewiesen. Man kann auch auf freier Autobahn 120 fahren. Muss man nicht, aber man kann. Habe ich geschlafen, während wir gefahren sind? Ja, ein bisschen. Also körperlich warst du anwesend, aber das war es auch. Ja, ist in der Uni auch nicht anders. Das kenne ich nicht. Also wenn ich geistig nicht anwesend bin, bin ich meistens körperlich auch nicht anwesend. Na, in der Uni ein paar Mal einnicken ist ein bisschen normal. Okay, ja gut. Noch, wie viel hast du jetzt? 16 Jahre bist du jetzt dabei in der Uni? Ja, 20. Ja. Irgendwas so in dem 8. Bereich. Semester, 9. Ja. Ja. Okay. Nee. Genau, du bist jetzt im 16. Bachelor-Semester. Oh, das wäre aber ganz bitter traurig. Du hast aber erst 20 CP. Ja, ich muss noch ein bisschen nachholen. Das war zwar knapp, aber es war jetzt der 9. Sieg in dieser. Das ist schon ein bisschen doof für dich, muss ich sagen. Oh, okay. Aber ihr könnt ja mal Daumen hoch geben für... Verdammt! Whitey! Verdammt! Ihr könnt ja mal Daumen hoch geben für... Sie muss fahren. Ich weiß ja nicht.
Und ich würde persönlich jetzt mal spontan behaupten, wir werden uns jetzt in der Garage niederlassen und das Auto da bis zur nächsten Folge parken. Ne? Aber erstmal müssen wir gucken, wie viele Fans wir noch haben. Ja. Kriegen wir 30.000 Fans, ne? Nein. Oh, was sind das? 25.000 Fans? Das geht gar nicht. Betrachte die Promo-Events so, als ja, Trans-America Racers Duel. Wenn du eine gute Show hinlegst, kannst du dadurch deine Bekanntheit steigern. Sind wir jetzt freigelassen, ja? Uhu. Wir dürfen jetzt zur WSR. Also werden wir uns wohl nächstes Mal um die WSR kümmern. Aber wie gesagt, das werden wir in der nächsten Folge tun. Ich mache ja auch noch eine Testfahrt, ne? Genau. Ich zeige euch, wie man richtig gute Unfälle baut. Ja, das ist doch super. Übrigens, meine Nachbarn, guck mal, die gucken alle schon. Ja, die stehen ich alle rum. Ich dachte schon, das ist Linda. Die stehen da extra alle rum und gucken zu und fahren außen rum und so. Weil ich bin ja jetzt hier schon ein richtiger bekannter Mensch in meinem kleinen 25.000 Seelendörfchen. Da, ja, doch. Gut. Aber wir werden mal die Folge nicht noch weiterziehen. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Bye, bye.